Atz, ist Paulines und Damians geheime Affäre wirklich geheim? Pauline und Damian müssen ihre Liebe verstecken, ein Liebespaar auf der Hut. Pauline und Damian lassen Damians Freundin Isabelle glauben, dass ihre Beziehung beendet ist, treffen sich aber heimlich weiter. Nun müssen sie noch vorsichtiger sein als bisher, wenn Isabelle herausfindet, dass ihre Affäre trotz ihres Leugnens weiterläuft. Geht sie sofort zur Polizei und offenbart Damians falsche Identität. Sind Pauline und Damian im Park wirklich sicher? Pauline und Damian können ihre Lieben nur im Geheimen ausleben. Sie sind schon wahre Meister darin, keine Treffen in der Öffentlichkeit, nur verstohlene Textnachrichten und Telefonate. Oder auch mal ein heimliches Date im Park. Wobei das schon riskant ist, denn dort könnte sie jemand sehen. Als ein Passant sie zufällig zusammen sieht, wird Damian mulmig. Eins lassen sich Pauline und Damian allerdings nicht nehmen. Sie gehen gemeinsam zu Ekaterinas und Bens Hochzeitsfeier in die Sieben. Dort ist niemand, der Isabelle kennt und sie verraten könnte. Daher riskieren die heimlich Verliebten ein gemeinsames Erscheinen. Verraten sich Pauline und Damian? Auf der Hochzeitsfeier genießen Pauline und Damian ihre Zweisamkeit. Dadurch werden sie unvorsichtig und zeigen sich enger zusammen, als gut für sie ist. Wird ihnen dies zum Verhängnis,